Hallo meine Lieben, hier ist Kerstin von Wölfchens Bastelstube. Heute habe ich euch eine Karte mitgebracht, eine Weihnachtskarte. Ich habe die genannt Weihnachten im Nordlicht. Ja, ist so hier so ein bisschen skandinavisch, hier das Motiv. Und ja, so sieht die von innen aus. Und hier kommt dann ein kleines LED-Licht rein. Das sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht, das ist ganz klar. Ich schau mal, was ich lichttechnisch machen kann. Vielleicht könnt ihr es dann besser sehen. So, schaut mal, so sieht ihr dann aus, wenn die aufgestellt ist. Und dann könnt ihr hier schön diese Waldszene sehen. Ja, meine Lieben, und wie die gebastelt wird, das zeige ich euch jetzt. So, unser Lichtlein mal wieder löschen hier und mein Arbeitslicht wieder anschalten, sonst könnt ihr gar nicht so viel sehen. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür einmal eine Grundkarte hier in Weiß. Die hat ein Maß von 29,75 mal 14,85. Gefalzt habe ich die auf der langen Seite bei 14,85. Also quasi so ein DIN A4 Bogen und dann eben halt bei 14,85 geschnitten. So, dann brauchen wir noch hier einen schönen Aufleger. Das ist dieser hier, das ist richtig schönes Dunkelgrün und der hat ein Maß von 14,5 mal 14,5. Das ist der Aufleger. Dann habe ich hier mir ein Motiv ausgewählt. Das hat ein Maß von, lass mich gucken. Ja, ah ja, hier unten. Das ist 12 mal 12 cm lang. Das kommt hier auf die Karte. Und bevor wir das auf die Karte kleben, habe ich hier noch einen Aufleger in Weiß. Der hat ein Maß von 13,5 mal 13,5. Und der Ausschnitt hier, also dieses Element ist das ja hier, ne? Das wird auf jeder Seite bei 1,5 cm gefalzt. Das machen wir gleich zusammen. Und dann falzen wir noch einmal bzw. markieren uns noch einmal 7 mm von der Falz entfernt. Aber das sage ich euch lieber am besten, wenn wir das machen. So, dann brauchen wir noch des Weiteren für das Innenteil zweimal Designerpapier. Ich habe hier das mit den schönen Birken genommen und das hat ein Maß von 7 cm mal 14,5 und Vellumpapier. Klar, brauchen wir ja auch. Ich habe hier schon das mit doppelseitigem Klebeband beklebt und das hat ein Maß von 6 cm mal 12,8. Und hier habe ich noch das Element für das Innenteil hier. Dieses Weiße muss ja auch irgendwie dann dargestellt werden. Und das hat ein Maß von 16 cm mal 14,85. In der Mitte wird es gefaltet bei 8 cm und rechts und links bei 0,5. Da müssen wir nachher gleich hier uns Kleber drauf machen. Bevor wir das aber machen, schneiden wir uns hier das Ganze noch einmal aus. So, den lasse ich gleich hier und auch mein Element zum Ausschneiden. Alles andere kann mal zur Seite. So, ich nehme mir dann hier meine Schneidematte, dass ihr auch sehen könnt, was ich tue hier. So, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Wir müssen alles schneiden. Ich nehme erstmal jetzt hier das eine Element, was wir vorne haben, diesen schönen Ausschnitt. Und den markieren wir uns hier erst einmal mit dem Bleistift. Und ja, meine Kamera ist so schief. Ja, jetzt ist es besser. So, und dann markieren wir uns das Ganze hier mit dem Bleistift bei
messe nochmal nach, ja, 1,5 ringsherum. Bei 1,5 zeichnen wir uns das hier einmal an. Das wird unsere Falznaht quasi. Denn wir wollen ja innen noch das ausschneiden, damit es richtig schick aussieht. So, und hier auch nochmal angezeichnet die 1,5 cm. So, und dann ziehen wir uns hier mit dem Bleistift einmal die Falznaht. Hey, das ist nur bei 1 cm. Haha, ich denke, das kann ja jetzt nicht sein, das ist so schmal. Alles andere stimmt. Seht ihr, ist ganz gut, wenn man nochmal nachmessen tut. Also wie gesagt, ringsherum bei 1,5 cm euch eine Markierung setzen, dann die Linien verbinden und dann können wir das gleich zusammen ausschneiden. So, zeichne mir das jetzt hier so auf. Könnt ihr es sehen? Ja, aber gerade so. So, also hier unten ziehen wir uns jetzt die nächste Falzlinie. Ich komme immer schief. So. Genau. Ich hätte das auch gut vorbereiten können, aber ich wollte das heute mal mit euch zusammen machen, damit ihr sehen könnt, wie sowas. Der eine oder andere weiß das sicherlich, aber es gibt ja auch einige, die das eben halt nicht wissen. Und für die ist es hier gedacht, dass wir uns das hier so ringsrum einzeichnen und dann müssen wir uns noch 0,7 cm hier nochmal einzeichnen. Ich mache mal 0,8, ist besser dann. So. Oder 1 cm. 1 cm würde auch gehen. Ja, wir machen 1 cm. Oder was habe ich geschrieben? 0,8 habe ich geschrieben. Genau, das machen wir auch so. Gar nicht lange hier Feder lesen, sondern wirklich 0,8. Ich habe hier das. Bei der 1 mache ich mir hier einen Strich, weil hier oben habe ich die 2 mm mir schon abgezogen. Und so mache ich das hier ganz genauso. Da kann man nicht in Bedrängnis kommen, dass es nachher nicht richtig ist. Hier noch mal ganz kurz. So, und hier setze ich mir das auch, mache hier bei 0 diese Markierung und hier genauso. So, dann verbinden wir uns das Ganze hier einmal. Na, wenn es nachher schief ist, das muss ja nicht sein, dann nehmen wir uns hier gleich mal das Geodreieck. Dann sind wir auch auf der sicheren Seite. So, einmal hier. Das sind alles so Vorbereitungssachen, die man hier macht. Die mache ich sonst natürlich immer im Vorfeld schon alleine fertig, aber wie gesagt, ich wollte heute das euch mit euch mal zusammen machen, damit ihr sehen könnt, wie das entsteht. So. Na. Und jetzt haben wir nur noch oben und unten hier die Markierung setzen. So, und hier noch einmal
Genau, schaut mal, jetzt sieht das Ganze so aus. Ich komme mal ein bisschen höher, ihr seht ja gar nicht viel. Klar, Bleistift ist immer ein bisschen schwierig. So, ne? Also die äußere Linie habe ich hier bei 1,5 jeweils vom Rand gezogen. Dann bin ich hingegangen und habe nochmal von der eben gezogenen Linie 0,8 hier noch einmal eingezeichnet mit dem Bleistift. Und die letzte Einzeichnung, die werden wir uns jetzt gleich mal rausschneiden. So, bevor wir das machen, falzen wir aber erst einmal hier diese äußere Linie, die wir gezogen haben. Dann können wir das nachher besser rumklappen. Ich habe mir da hier dazu so eine Gummimatte untergelegt, dass die Falznähte auch schön sauber sind. So. Also nicht die inneren Falzen, sondern die äußeren, die wir uns da gerade gezogen haben, die mit dem Falz hier einmal bearbeiten. So. Ich habe den hier gar nicht runtergezogen, sehe ich gerade. So, jetzt sind wir hier auch schon bei der letzten angekommen und ziehen uns hier noch einmal die Falzlinie nach. So, und jetzt schneiden wir. Wir schneiden hier uns das Innenteil raus. Dazu nehme ich mir ein Cuttermesser und mein super tolles Geodreieck mit Stahlkante. So, ich habe mich nämlich so viele Lineale und Geodreiecke zerschnitten. Ich war es satt. Darum habe ich mir hier dieses angeschafft und ich sage euch, ich habe den Kauf nicht bereut. Nie und nimmer, never ever. So, anlegen hier schön und dann können wir auch hier ganz easy, man muss es nur gut festhalten, einmal hier uns das rausschneiden. So, schön anlegen hier das Ganze und das Innere müssen wir rausschneiden. Ich fange schon an zu stottern. Ne? Also hier das letztgezogene Innere wird rausgeschnitten, nicht das Äußere. Könnt ihr natürlich auch machen, aber wir wollen es ja schön umklappen, dass es ganz toll aussieht. Ich muss so, kann so nicht schneiden. Und deshalb haben wir uns hier jetzt das noch einmal schön mit dem Cuttermesser rausgeschnitten. Lasst euch dabei Zeit, dann wird es auch schön sauber. So. Ich habe heute einen Zitteranfall, keine Ahnung. So, jetzt müsste das fast rausfallen, ist auch, seht ihr. Und jetzt können wir hier die Ecken einmal mit dem Cuttermesser und mit dem Dreieck im 45-Grad-Winkel einschneiden, also diagonal bis zu der Ecke. Das kann man alles natürlich mit dem Papierschneider machen, aber ganz viele von euch sind da nicht so fit und haben da ein bisschen Bedenken, oh, ich sehe da nichts und nachher schneide ich da alles kaputt. Es geht ja auch so. Und ich finde es auch viel einfacher, weil man da besser sehen kann, als mir geht es nämlich genauso. Ich arbeite mit solchen Sachen nicht gerne mit dem Falz und Schneidebrett. So, meine Lieben, ich will ganz gerne noch einmal hier meinen, wo haben wir den? Der ist weg. Ich hatte den vorhin noch. Ach, der ist runtergefallen. Mein Bleistift, mein Radiergummi meine ich. So, wir radieren hier unsere
Linien hier raus, die wir uns gezogen haben. So. Meine sieht man nachher eh nicht mehr, aber es muss ja kein Schatten da sein. So. Genau. So, meine Lieben, jetzt haben wir unser Viereck so schön ausgeschnitten und jetzt können wir hier die Seiten einmal umklappen. Deshalb haben wir uns das Ganze gefalzt, damit wir da eine schöne, saubere Falznaht haben. So, seht ihr, einfach so umklappen nach innen. So, und dann haben wir hier das Fenster richtig super toll ausgeschnitten. Wie gesagt, müsst ihr nicht machen, um Gottes Willen, aber schaut mal, dieser Rahmen, das sieht doch richtig toll und sauber aus. Deshalb habe ich das gemacht. Es war ein kleines bisschen mehr Arbeit, aber wenn man schon, ne, dann soll es auch schön werden. So, jetzt kleben wir uns hier das Ganze erst einmal an den Rahmen an. Bisschen mit dem Falzbein hier andrücken, das Ganze so, dass der Kleber schön anziehen kann. Und hier auf der anderen Seite genauso. Bisschen Kleber. So. Ja, wenn man jetzt so ein Teil hier arbeitet und man macht hier nicht diesen Rahmen so wie ich, dann kann, wenn man sich da verschneidet, dann sieht man das später. Ne? Und das sieht nicht aus und wollen wir auch nicht haben. Dann denke ich lieber ein kleines bisschen mehr Arbeit, aber es sieht nachher so richtig toll aus, wie aus einem Stück, wie aus einem Guss, sagt man ja auch. So. Bisschen andrücken hier, dass der Kleber Zeit hat anzuziehen. Genau, schaut mal, jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Rahmen. Ohne Makel, ohne alles. Das sieht doch richtig toll aus. So, wir müssen uns aber trotzdem noch ein Element ausschneiden für den Innenteil. Das sagte ich euch ja eingangs. Und da müssen wir auch 1,5 cm vom Rand schon einmal uns einzeichnen. Das habe ich hier schon gemacht. Ihr seht es. Und ich habe hier noch Radierstellen. Ich habe das schon mal vorbereitet, weil das ist dasselbe Prinzip, wie wir eben auch hatten. So, aber da, wie gesagt, schneiden wir uns nicht das so aus, wie wir eben. Wir machen nur den einfachen Schnitt. Ich muss meinen Kleber mal zumachen, sonst trocknet der in der Spitze so schnell aus. So. Dann schneiden wir uns hier einmal das Element aus. Wie gesagt, ich habe es hier überall angelegt bei 1,5 cm. Und da könnt ihr hier schön gucken, könnt euch das schön gerade anlegen. Muss gucken, wo es ist. Ach hier. Genau. Und dann können wir das hier schön schneiden. So. Ich bin schon angekommen. So, und jetzt hier die Seitenteile noch schneiden.
So, und dann haben wir hier noch die unterste. Und dann schneiden wir die hier in einem Rutsch mit durch. Also nicht ganz durchziehen, sonst habt ihr euch hier das Ganze rausgeschnitten. So, ja, es hängt hier noch ein bisschen irgendwo, aber das sind nur so Kleinigkeiten. Genau. So kleine Ecken. So einmal und das andere ist in der Zeit auch schon rausgefallen hier, das Ganze. Und ja, so, dann können wir hier uns gleich das Vellumpapier einkleben. Das ist ja, wie gesagt, das Innenteil. Ja, die Karte ist ein bisschen aufwendig, aber die ist auch wunderschön. Und glaubt mir, wenn der Beschenkte die dann mit so einem LED-Kerzenlicht so aufstellt, ist diese Szene richtig wunderschön mit den Tieren im Wald. Ganz toll. So. Wie gesagt, ich habe mir hier schon wirklich ein Ganzteil vorbereitet. Aber es sind doch Sachen, die eben dann halt im Video gemacht werden müssen. Und wie gesagt, das wollte ich euch gerne zeigen, wie das gemacht wird. So, jetzt einfach hier das Vellumpapier aufkleben. Genau, so. Und das andere genauso. So, noch einmal nachdrücken das Ganze und seht ihr, wie schnell wir das hier so schön verarbeitet haben. So, jetzt können wir uns das Ganze hier einmal falzen. Das brauchen wir ja für innen und hier die beiden Kanten, was ja wichtig ist. Da kommt ja nachher noch Kleber drauf. Dann können wir uns die Karte auch schon so ziemlich zusammensetzen. So. Genau, jetzt haben wir hier die beiden Elemente schon fertig und jetzt setzen wir uns die Karte zusammen. So. So, auf die Grundkarte kleben wir jetzt hier unser grünes Designerpapier und kleben das mit dem Kleber an. Und streichen uns hier das Ganze mit Flüssigkleber ein. Ihr könnt natürlich Kleberoller nehmen, doppelseitiges Klebeband, womit ihr am liebsten arbeitet. Ich arbeite am liebsten hier mit Flüssigkleber, weil da kann ich immer noch ein bisschen ruckeln und kann das korrigieren. So, erstmal so drauflegen, dass wir auch den richtigen Abstand haben. Haben wir nicht. Also nochmal abnehmen. Genau, jetzt stimmt's. So, genau. Schön fest andrücken, den Kleber. Und dann können wir hier auch schon einmal unser Motiv auf die Karte setzen. Und hier schaut mal, dann einfach so
aufkleben. Ich finde das wirklich mega schön. So. Ich habe hier unten noch eine schöne Schneelandschaft reingemacht. Ich fand das wirklich sehr schön. Genau, einfach so aufkleben hier das Ganze. Jetzt nimmt die Karte schon schön Gestalt an. Und jetzt können wir uns hier diesen Rahmen wunderbar aufkleben. Genau. Schaut mal, ist das nicht schön? Das ist doch wirklich zucker, zucker süß. So, einmal hier unseren Rahmen aufgeklebt. Ja, das Video ist ein bisschen länger, aber ich wollte euch zeigen, dass man wirklich mit ein paar Handgriffen so einen schönen Rahmen gestalten kann. Da braucht man gar nicht viel dazu. Und auch Ungeübte können das, wenn sie das Schritt für Schritt machen. Ist das eine ganz tolle Sache. So. Seht ihr, und dann kann ich hier mit dem Flüssigkleber das noch so schön korrigieren. Schaut mal, und das sieht aus wie ein wunderschönes Bild. Eine Schneelandschaft mit den skandinavischen Häusern hier. Ich finde das total schön. So, und meine kleinen Schneehasen kommen hier natürlich auch noch zur Geltung. Die habe ich im Vorfeld mir schon ausgestanzt und koloriert. Einfach mit hier so Copy-Stiften. Genau. So, und der kommt daneben. Das kleine Häslein. So. Den Spruch machen wir gleich drauf, weil wir müssen erst jetzt hier uns die Innenseite fertig machen. Und da würde das stören, weil ich den ein bisschen erhöht aufsetzen wollte. So, jetzt kommt das Innenelement zum Tragen. Und das werde ich mir erstmal hier mit doppelseitigem Klebeband bekleben. So, ihr nehmt natürlich den Kleber, den ihr immer für solche Sachen verwendet. So, einfach hier das Klebeband aufkleben. So, und dann können wir auch hier gleich mal die Folie abziehen. So. Und bevor ich was Verkehrtes mache, müssen wir uns ja noch die Bäume aufkleben. Genau. Vellumpapier sieht man immer so schnell das durch. Also wirklich nur punktuell ankleben, das Ganze hier. So. Thank you.
einfach hier so ein bisschen, ich hätte auch den Kleberoller nehmen können. Ja, für solche Sachen wäre das auch ganz gut geeignet. Das mache ich jetzt auch. So. Einfach hier den Kleberoller nehmen und dann auf den Bäumen setzen. So. Und hier noch ein bisschen Kleber oben drauf. So, genau. Und jetzt die Bäume noch reinsetzen in unser schönes Bild hier. Passt auf, damit ihr hier nicht auf der Falzkante kommt, weil sonst kriegen wir das nachher nicht mehr geschlossen. So, und hier noch einen kleinen dazu. Genau. So, und hier noch ein Bäumchen. So, genau. Und jetzt können wir uns das in die Karte kleben. Einfach plan auflegen. Also hier an der Mitte, wo die Falz ist, und hier. Na, einfach so schön vermitteln, dass es nicht schief wird. Und dann einfach hier das so schön andrücken mit dem doppelseitigen Klebeband. So, genau. Und schaut mal, so sieht das natürlich klasse aus. So, jetzt fehlen uns hier nur noch die Seitenteile. Hier, dass das auch eine schöne Landschaft ergibt. Ich guck gerade mal, habe ich das zu? Nö, hab nicht. Hab nicht zu lang abgeschnitten. So, da nehme ich natürlich wieder meinen Kleber hier, meinen Flüssigkleber, und klebe mir hier den Birkenwald so ein. Nehmt das, was ihr zu Hause habt. Kann ja auch ein Tannenwald sein. Also von daher ist das schon wirklich schön. So. Genau. Irgendwas stört mir hier. Ah, seht ihr? Ich wusste doch, irgendwas stört mich hier dran. Ist ein bisschen verrutscht, aber es macht nichts. Kann man korrigieren. So, genau. Und auf der anderen Seite hier auch unseren Birkenwald aufkleben. Und wenn man so eine Karte verschenkt, dann ist das auch ein ganz tolles Gefühl, wenn derjenige sagt, oh Mensch, was hast du für eine schöne Karte hier. Und die kann man sich so schön auf den Schrank stellen oder auf den Tisch, je nachdem, wo man das so hat. Hier ist auch noch so ein kleines Schnibbelchen. Ist wirklich nur ein Mühe hier, aber ja. So, meine Lieben, das sieht schon richtig toll aus. Jetzt fehlen uns nur noch hier die Waldtiere. Ich muss hier einfach mal, genau, ist alles noch so, alles noch so, ja, noch richtig. So, genau, einfach hier mal falzen, nachfalzen.
Genau, und dann haben wir hier unser schönes Element, ja, mit dieser Szene. Und wie gesagt, jetzt fehlen uns noch unsere Balgtiere und die wollen wir ja noch ein bisschen kolorieren. Und das machen wir jetzt. So, dazu brauchen wir hier ein kleines bisschen Platz. Und ich habe mir hier meine Faber Castell, die Albrecht Dürer Stifte rausgeholt. Einmal ist Ombre Natur und das andere ist Walnussbraun. Und da möchte ich hier so meine kleinen Tierchen, mein Hirsch und mein Reh, kolorieren mit euch. So. Ob das jetzt nur richtig ist, ich weiß es nicht. Ja. Ich mache das so, wie ich es meine und ich bin kein Künstler. Das ist hier auch kein Farbkarton, kein Designerpapier bzw. Aquarellpapier muss es ja sein. Und das habe ich hier nicht verwendet für meine Tierchen zum Ausstanzen, sondern eben halt hier so ein Farbkarton. So, die können hier natürlich ein bisschen kräftiger aussehen, die Geweihe hier oben. So. Genau. So, und dann nehme ich hier mal das hellere Braun und gehe dann noch mal einfach rüber hier und tue das Ganze hier noch einmal so ein bisschen auflockern. Sind ja nicht so tiefbraun, aber ich wollte erstmal so ein bisschen grundieren, das Ganze hier. So. Genau. Ja, ich muss aufpassen mit dem Wasser hier, weil, wie gesagt, das ist ja kein Aquarellpapier in der Beziehung. So, ich schau mal nach einem Roséton hier. Bisschen Wasser abstreichen, dass man hier mal die Nase so ein bisschen koloriert. Das ist zu pinkig. Ja, ein bisschen rausnehmen. Ja, so geht's schon einigermaßen. So, und dann hier ein bisschen die Ohren. So. Hier noch einfach einmal so ein bisschen rüber gehen, alles noch mal so ein bisschen ineinander verschmelzen lassen und hier noch einmal die Augen setzen. Ja, das war natürlich klar. Da muss ich meinen ganz dünnen Pinsel nehmen. So, und dann die Augen hier
mit dem ganz dünnen Pinsel einmal so andeuten.